Nintendo präsentiert. Super Mario World, True ist ein Lappen, Mario auch. Ja, hallöchen und willkommen zu einem neuen Let's Play Your Mario von Weird Chris LP, Angry Chris LP oder Angry Gaming Chris. Wir steigern das Ganze mal. Ja, er hatte schon ein paar Kanäle, der gute Herr. Er hat mir auch mal ein Level erstellt für Let's Play Your Mario und an der Stelle möchte ich nochmal ganz stark darauf aufrufen, wenn irgendwer von euch mir mal so ein Level oder ein Mario Hack im Ganzen machen will, ich Let's Play den, schickt den mir, dafür gibt es eine Eingesparte auf meinem Kanal. Ich freue mich auf jede Einsendung und wir fangen jetzt einfach mal an. Wir gucken hier mal rein. Chris hat ein Level gemacht, hat er mir gesagt. Wollen wir mal gucken, was er gemacht hat. Ist sein erster Hack, also sind wir mal nicht zu kritisch hier. Ja, da hat er nichts geändert. Das ist der Standard-Einlog-Screen sozusagen. Dann geht jetzt los ins Dinosaurier-Land. Voll ins Dinosaurier-Land. Land, Land. Ich weiß nicht, ob ich Saves jetzt machen darf. Ich mache erstmal keine. So, Yoshi's Island 1 bewegen können wir uns nicht. Das heißt, wir müssen hier rein. Mario Stato. Oh, mal sehen, was hier los ist. Da kommt auf jeden Fall schon mal unser Freund, der Bullet Bill. Und ein kleiner Koopa. Ein Koopa-Trooper, den machen wir mal weg. Was haben wir denn hier? So, da hast du deinen Hack, du Sack. Macht Spaß und ist fair. Da kann ich schon denken, dass das Spaß macht und fair ist. Das heißt, das wird überhaupt keinen Spaß machen und auch nicht fair sein. Genauso. Heidewitzka. Das geht schon mal gut los. Ich meine jetzt übrigens mit Self-States, also, dass wir das hier mal einfach nur angucken können. Das ist ja hier, das dient ja dazu, die Hacks zu zeigen, die mir eingesendet wurden, ne? Mal schön rausreden hier aus der Sache. Nee, aber Chris hat auch gesagt, er hat mir diverse Gemeinheiten eingebaut. Und wenn er mir Gemeinheiten einbaut, dann benutze ich auch Safe State. So einfach ist das. Hey, ich habe den gelben. Den habe ich schon? Das ist ja nett. Dann krieg ich ja gleich einen Pilz. Chris, das ist lieb von dir. Hättest du ja auch machen können, dass die nicht aktiv sind, um mir dann überall nur die Dinger hinzumachen. Von wegen, da sind doch Power-Ups im Level. Du musst das Level erstmal geschafft haben. Dann kannst du auch Power-Ups kriegen. Na, Tim Taylor? Eigentlich. Da unten ist ein Mond, oder? Sehe ich das richtig? Ist da ein Mond? Ist das ein Mond? Ich glaube, das ist ein Mond. Den will ich haben. Gib mir den Mond. Totally worth it, würde ich eine. Hä? Wieso kommt. Wo ist der wieder hergekommen? Das ist ja dreist gewesen. So, Dille. Oh, hier mal ein Safe State. So. Habe ich mir schon mal Mond gekriegt. Monde sind schön. Sind drei Leben. Extra für mich. Na, ihr Ninjis? Alle frisch? Das ist sogar gut, dass ich jetzt hier klein bin. Und dann kann ich die Blöcke hier nicht kaputt machen, wenn ich einen Drehsprung mache. Wap, 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 wap. Ach, Chris. Ich hasse dich, ne? Habe ich schon mal erwähnt. Aber weißt du was? Leck mich. Ich schaff das auch so. Du Arsch! Du riesen Arschloch! Chris, du riesen Arschloch. Das war jetzt nicht in Ordnung. Wir sind hier nicht bei Kaizo Mario. Dieser verdammte Japaner! Was? Entschuldigung. Das sind so die Mario-Hack-Spieler-Reflexe. Die kommen dann zu tragen, wenn man sowas sieht. Das ist nicht nett, ich hasse Invisible Coin Blocks übrigens, ne? Ich habe ja schon gesagt, ich werde jedem eigenhändig irgendwas polieren, wenn er mir die in so einem Hack einbaut, den er mir schickt. Ja, Chris, ist schön, dass du den da so eingebaut hast, dass er nicht springt, den Fisch. Hat er schön gemacht. Ich dachte eigentlich, der Panzer bleibt unten, aber der ist dann auch noch hochgekommen. Das ist gar nicht mal so nett hier, ne? Jetzt ist da auf einmal kein Koopa mehr. Das Sprite Limitation hat wieder zugeschlagen. Oh, Banzai Bill. Wow, 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 wow. Übertreib's mal gar nicht. Was soll das denn jetzt hier sein? Was hat er da gepixelt? Was soll denn das jetzt hier? Was soll das sein? Chris, was soll das hier? Ich verstehe es nicht. Sollte das ein riesiger Grasbüschel sein? Achso, hier ist wieder ein Invisible Coin Block. Schön, ich stehe auf Invisible Coin Block. Habe ich schon mal erwähnt? Ah, ich glaube noch nicht, ne? Ah, ich noch nicht. Invisible Coin Blocks sind eine ganz tolle Sache. Ja, Chris scheint ja hier seinen Spaß gehabt zu haben. Das sehe ich ja schon. Na, da oben ist der Midway Point. Ah, jetzt will er, dass ich einen Shell Jump mache. Ach, oder auch nicht. Chris, dann deute doch sowas nicht an, wenn ich es gar nicht machen brauche. Was soll denn das jetzt hier? Warum sind die schon wieder überall Invisible Blocks? Ist mir vollkommen gleich. Ich gehe jetzt hier weiter. Ich brauche kaum noch Zeit. Deswegen müssen wir hier mal durchziehen. Haha! Nee, dieser Trick kriegt mich nicht. Der kriegt vielleicht... Leck mich! Ich wollte Punkte! Ah, der kriegt vielleicht dich, Chris. Hatten wir ja schon mal, ne? Aber ich krieg sowas nicht. Ah, Invisible Coin Blocks, ne? Hast du deinen Spaß mit? Oh, war gar nicht mal so schlecht für ein Erstlingswerk. Ich geb mal... Dafür, dass es ein Erstlingswerk war, gebe ich mal 6 von 10 Punkten. Chris, war nicht und mach weiter so. Vielleicht mal später mit Custom-Musik, vielleicht ein paar Custom-Sprites oder so. Ich Level mal ein bisschen netter gestalten, aber er will mich ja gern leiden sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tüdelü, bis zum nächsten Mario-Hack. Schickt mir eure Hacks, ich bin bereit. Teamarbeit.